einen wunderschönen guten Tag zu Red Dead Redemption 2, ihr Couchos. Au! Oh Gott! Das war der... Ja... Entschuldigung, oh Gott, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung von Pferden. Keine Ahnung von Pferden. In der Hoffnung, oh Gott. Ja, dass wir nicht irgendwo einen Hang irgendwann runterrutschen. Ja, wir gehen mal kurz da hinten zu der Hütte hin. Und schauen mal, ob da was ist. Vielleicht können die mir irgendwas über das tote Pferd erzählen. Aber... Wow. Man musste, obwohl die mich ja in dem... Oh shit. Vorsicht. Vorsicht. Obwohl die mich in dem Moment ja eigentlich noch gar nicht gesehen haben. Die haben mich ja... Sorry. Sorry. Ich war wieder an Orten unterwegs, wo ich nicht unterwegs sein sollte. Das sieht man halt auf der Karte so schlecht. Und man sieht nur, es gibt eine Erhöhung, aber es, ob da jetzt hinter ein Abgrund ist oder ob es da... Oh shit. Haben sie eben echt seine Ölquelle hier einfach gesprengt und ihn... Aua. Ich dachte, du springst da drüber. The world is full of disagreeable men. That's why you got all of us. Ach. Willst du mich verarschen? Ich hab gerade... Vielleicht soll ich ihn aufhalten. Meine Güte, noch einmal. Satteltaschen durchsuchen. Au! Jetzt trittst du mich nicht mehr, oder? Gibt's doch nicht! Ich muss kurz nachladen. Ach, jetzt habe ich wieder... Alter! Da drüber springen. Und da auch. Danke. Great. Meine Güte. Und der dann einem erzählt, was er vorhat. Und da ist gefürchtet. Ich wusste genau, dass das passiert, als ich die Bäume... War klar, dass es mich tritt. Dann halt nicht. Allerdings hatte ich beim letzten Mal, als ich in eben so ein Gebiet gekommen bin, in dem sich ein legendäres Tier aufgehalten hat, habe ich eine Nachricht bekommen. Willst du mich verarschen? Wenn ich mich jetzt hier auch noch in der Stadt mit denen anlege, dann hört es aber langsam auf. Was war das denn jetzt? Mann, ey. Maus! Alles gut, Maus. Ach, die könnten die hüpfen. Na komm. Warum auch immer du da nicht drüber gesprungen bist. No, we need to find a place to lie low. We can't risk leaving Worüber bist du jetzt gestolpert? Der eine war stark. Oh, shit. Hallo? Spring da doch einfach drüber. Ist was hier in-game?
Alter. Nicht gegen den Baum. Och Mann, ich wusste, dass du wieder mal gegen den Baum reitest. Alter. Alter. Einen wunderschönen, ja, wunderschön ist es hier nicht. Einen donnerigen guten Tag. Die Couchos zu einer neuen Folge Red Dead. Meine Güte. Red Dead Redemption 2. Das ist aber wieder typisch, die Aktion. Und das will ich doch nicht. Alter, weiter reiten. Wir reiten einfach mal rechts vom Fluss lang. Oh, das geht schon wieder schief. Ich wusste es. Mein Problem ist, ich hätte Maus halt echt gerne gefüttert. Maus hat nicht mehr so viel Leben und Energie. Wann stark. Maus aufstehen. Bitte. In das Gebiet sollten wir auch nicht unbedingt rein. Wir könnten es auch noch Stress geben, weil ist das Haus eigentlich komplett abgebrannt. Haus komplett abgebrannt. Ich hab mich auch. Mehr als einer. Ja, das habe ich befürchtet. Das habe ich ganz stark befürchtet, dass das passiert. Hallo. Danach werden wir mal überlegen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Pff. Holy shit. Bin gerade gegen den Baum gefallen. Hm. Na. Sollte ich ihn nicht am Lasso haben? Oh fuck, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah ne, jetzt geht's. Okay. So, komm. Das heißt, wir reiten einmal den roten Strich lang. Das war meine Befürchtung. Ist das passiert? Ich weiß nicht mal, wo Maus ist. Da. Das war nicht so richtig bewusst. Also ja, ich hätte es. Ach komm, als ob. Newspaper hätte man auch durchaus häufiger lesen. Entschuldigung, Entschuldigung, Pferd. Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott. Um Gottes Willen. Alles schief gegangen gerade. Alles schief gegangen.
Ich weiß nicht mehr, was das andere mit der fremden Person war, weil eigentlich war die fremde Person ja auch nicht wirklich fremd, wenn ich mich nicht irre. Oder doch, die fremde... Was war das denn für eine Aktion?